Herzlich willkommen zum Mrs. Greenery Café. Wie schön, dass ihr mit dabei seid. Solltet ihr keinen Kaffee oder vielleicht auch Eiskaffee haben, dann drückt ihr ganz kurz die Pause-Taste. Macht euch ein, denn heute gibt es viel zu quatschen. Ich habe viel zu erzählen, denn das letzte Video ist schon einige Tage her und es ist unglaublich viel passiert. Das war auch der Grund, warum es so ruhig war. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft mitzufilmen. Das gilt nicht nur für YouTube, sondern auch für Instagram. Aber jetzt so langsam pendelt sich alles ein bisschen ein und ich habe wieder Zeit für Social Media und das freut mich sehr, denn ich habe euch ehrlich gesagt sehr, sehr vermisst. Im letzten Video habe ich euch ja schon von der Pop-Up-Shop-Eröffnung erzählt und so viele von euch waren am Eröffnungstag da, am Mittwoch. Es war mega. Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass ihr extra nach Solgau gefahren kommt, um mich zu besuchen und das ehrt mich wirklich sehr. Und drum mein größtes Dankeschön an euch und 1000 Küsse. Ja, die Pop-Up-Shop-Eröffnung war am Mittwoch vor knapp 2 Wochen. Und in dieser Woche war unglaublich viel los. Ich wusste, dass es hart wird. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel Termine in dieser Woche gehabt, aber es ließ sich einfach nicht anders handeln. Und deshalb kam es dann so, wie es kommen muss, dass es war machbar, ich habe alles geschafft, aber es war im Endeffekt doch zu viel und deshalb sind viele Sachen viel, viel zu kurz gekommen. Unter anderem hier, aber auch Instagram, aber auch bei mir zu Hause so einiges. Ja, was war los? Ich habe ja am Mittwoch den Pop-Up-Shop eröffnet, war eine mega schöne Eröffnungsfeier. Und am Donnerstag war dann die Presse da, die Schwäbische Zeitung. Der Bericht ging übrigens letzte Woche Donnerstag online. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox, falls ihr ihn euch durchlesen wollt. Ist ganz nett geworden. Ja, Donnerstagvormittag war noch die Zeitung da, Donnerstagnachmittag war der Bürgermeister da mit ein paar Mitarbeitern. Und ja, dann hat eigentlich das Shopleben begonnen. Ihr wisst ja, ich habe nebenher noch den Online-Shop und dementsprechend ist es gerade so ein bisschen doppeltes Arbeitspensum. Das heißt, ich stehe morgens um 5 auf, um 6 geht es dann los und vom 6 bis 8:30 bin ich noch im Büro, dann geht es Richtung Pop-Up-Shop und dann bin ich dort bis 18 Uhr. Das war dann am Donnerstag und am Freitag, dann kam der erste Samstag, da war auch super viel los, hat mich sehr gefreut. Und dann hatten wir am Samstag Nachmittag den ersten großen Firmenworkshop im Pop-Up-Shop. Und zwar die Vitalapotheke Bad Saulgau hatte an diesem Tag den Firmenausflug, den Jahresausflug, und sie haben angefragt, ob sie zu mir kommen können für einen tollen Workshop. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Dementsprechend war der Shop so bis 1:30, 2 hatte man geöffnet und dann um 2:30 ging der Workshop los. Es waren 26 tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Vitalapotheke. Also der Workshop war mega. Ich blende euch jetzt vielleicht auch kurz ein paar Bilder ein. Ja, ich habe alles so ein bisschen für Instagram mitgefilmt im Hochformat, aber ich denke, das kann ich hier auch ein bisschen reinknüpfen, damit ihr so ein bisschen Vorstellung habt, was denn so los war. Letzten Samstag fand der erste Workshop im Mrs. Greenery Pop-Up Shop in Bad Saulgau statt. Die Vitalapotheke war mit insgesamt 26 Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei uns. Annette war natürlich wie immer auch mit dabei und wir haben wunderschöne, tolle, sommerliche Kränze gefertigt. Die Stimmung war toll, es gab natürlich auch Kaffeekuchen und Prosecco. Danke an alle, die mit dabei waren. Ja, der Workshop ging dann bis 5:30, 6 und ich habe gerade in der Wir-Form gesprochen, aus dem Grund, weil die liebe Annette mir natürlich geholfen hat. Die ist ja bei allen Workshops mit dabei. Wir haben dann noch sauber gemacht und dann so kurz vor 7 war ich zu Hause und habe sofort meinen Koffer gepackt, denn es ging ab zur Messe nach München, zur großen Einkaufsmesse für Herbstweihnachten. Wir sind dann schon am Samstagabend losgefahren, damit wir dann gleich am Sonntag recht früh in die Messe starten können, da wir dieses Jahr nur 2 Tage hatten, aufgrund des offenen Samstags im Shop und des Workshops. Und ja, dann hatten wir 2 wirklich schöne Tage auf der Messe in München, Sonntag, Montag, und dann ging es Montagabend zurück. Ich bin so gegen 9:30, 10 hier wieder zu Hause angekommen und am Dienstag hat dann der Arbeitsalltag wieder begonnen.
Dienstag noch einen Bürotag, hier so ein bisschen alles regeln, so gut es ging. Und dann ab Mittwoch war dann auch wieder der Pop-Up-Shop geöffnet. Und jetzt am Wochenende war es Bechtlefest, da hatte ich dann am Samstag auch länger geöffnet. Also ihr seht, es ist gerade einfach sehr, sehr viel los. Und ich bekomme das alles gut hin, aber manche Sachen fallen dann eben hinten über. Genau, ich habe mir hier so eine kleine Notizliste gemacht, damit ich euch auch nicht vergesse, irgendwas zu erzählen, weil eben, wie gesagt, so viel los war. Ich bin jetzt in Woche 3, sprich übermorgen Mittwoch öffne ich den Pop-Up-Shop ja, in der dritten Woche und so langsam hat sich alles so ein bisschen eingespielt. Einmal hier in Verbindung mit dem Büro und mit dem Online-Shop hier in Bonndorf und es hat viel mit Arbeitsplanung zu tun. Ich muss mir viele Listen machen, ich muss viel koordinieren, auch mit der Materialwirtschaft. Wir haben jetzt das meiste frische Greenery drüben im Pop-Up-Shop und ich bringe es dann immer abends mit für die Bestellungen, die dann am nächsten Tag versendet wurden. Funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, man muss sich da einfach auch mal so ein bisschen reingrooven. Ihr wisst ja, ich bin nicht diejenige, die immer alles super genau ausarbeitet und plant. Ich mache sehr, sehr, sehr viel spontan. Zum Glück, ich glaube, sonst würde ich manche Projekte gar nicht anstoßen. Ja, und dementsprechend ist es auch mal stressig worden, aber das nehme ich in Kauf. Vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Pop-Up-Shop. Ich genieße die Zeit gerade sehr und hoffe, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen verlängern kann. Offiziell geht es jetzt bis zum 10. August. Ich habe es bei der Stadt schon mal angefragt, ob ich verlängern kann. Es gibt leider schon einen Nachmieter, aber vielleicht lässt sich da so ein bisschen was machen, ein bisschen was drehen, mal gucken. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Und damit wir heute nicht nur plaudern, sondern ich möchte euch natürlich auch noch ein bisschen was Grünes zeigen, denn Grünes gehört natürlich immer zu meinem, aber hoffentlich auch mittlerweile zu eurem Leben dazu. Und zwar schaut mal, was ich euch Tolles mitgebracht habe. Die Eukalyptuszweige mit Früchten sind nämlich wieder lieferbar. Sind die nicht wahnsinnig schön? Also ich hatte noch nie so große bekommen. Eigentlich sind die immer etwas kleiner. Und ich finde die einfach wunderschön. Die trocknen auch toll ein. Die Blätter waren ein bisschen heller, ein bisschen gräulicher. Aber ansonsten bleibt alles genauso, wie es ist. Also man kann die dann auch wirklich toll als Trockendeko dekorieren. Aber so ist es ja immer bei meinen frischen Sachen. Das wisst ihr ja zwischenzeitlich. So, und solltet ihr jetzt noch Fragen haben, dann würde ich sagen, schreibt sie mir bitte alle unten. Oder besser gesagt in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe alles erzählt. Vielleicht noch die Öffnungszeiten. Von Mittwoch bis Samstag habe ich immer geöffnet. Von 9 bis 18 Uhr. Am Freitag durchgehend. Am Samstag bis 13 Uhr. Und Mittwoch und Donnerstag mache ich eine Mittagspause von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Also wenn ihr noch Lust habt, vorbeizugucken, kommt unbedingt. Es ist eine Mega-Räumlichkeit. Wir haben die so toll und schön renoviert. Und es gibt natürlich auch das gleiche Angebot wie bei mir im Atelier. Ihr könnt kreativ sein, ganz spontan. Es gibt eine große Blumenbar. Dort könnt ihr euch selber eure Sträuße zusammenstellen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bald sehen. Und wenn ihr euch natürlich auch zu erkennen gibt. Also ihr müsst schon Hallo sagen. Ich habe jetzt schon von ein paar gehört, die haben sich nicht getraut. Also ich beiße nicht. Also bitte, bitte, bitte sagt, dass ihr mir auf YouTube folgt. Und ja, dann kann ich nämlich endlich auch mal euch kennenlernen. Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Darum mache ich unter anderem ja auch das mit dem Pop-Up-Shop, einfach um mehr realen Austausch zu haben. Und im nächsten Video möchte ich euch ein paar Bilder und Videos von meinem Handy zusammenschneiden, denn wir haben schon so viele tolle Kreationen im Pop-Up-Shop gestaltet. Ich zusammen mit den Kunden, Kundinnen. Es waren auch schon viele Geschäftskunden dabei und das freut mich sehr und das möchte ich euch im nächsten Video zeigen, das aber gar nicht so lange auf sich warten lässt. Also, jetzt freue ich mich aber erstmal, dass ich endlich wieder hier bei euch sein kann. Ich drücke euch ganz fest und ich würde sagen, bis dorthin, bis zum nächsten Video. Bleibt kreativ, seid kreativ. Eure Mrs. Greenery.